Belladonna, da sind sie. Genau die Bären, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch. Kommt wieder her. Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen Ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gerne mit Wölfen zu tun habe. Hab keine Angst. Ich will ja nur mit Ihnen reden. Gegen diese drei, da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Ihr habt Angst, was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die armen Rehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Ja, also... Wir sind das ganze Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monden ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wir nicht, kleiner Mensch. Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Yakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe. Und wenn unsere Jäger euch entdecken... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns. Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du, uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings! So ein Quatsch! Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Das ist keine gute... Nur bis zu den Schneeebenen, das reicht uns. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Donner. Und ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Macht dir keine Sorgen. Es wird nichts passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von Großer Weißer aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt. Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden.
Yakari hat recht, wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Ruhen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Yakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine edle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schnee schon gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Yakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Beeren drin. Sowas kriege ich nicht runter. Sonst nichts. Schluss damit, jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Yakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer. Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl. Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell. Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht, du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Yakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Na gut, dann begleiten wir als erstes Yakari und kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Yakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Yakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer, du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich habe keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Yakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donner, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner? Ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja,
Aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Yakari und die Wapitis. Du da. Das ist meine Birkenrinde, die du da knapperst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Wapiti-Freund, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Wapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken, dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer, Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich habe an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann. Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. Also Stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz? Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter Wapiti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo. Das ist Yakari. Er kann uns helfen. Mm-mm. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Yakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen!
Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde. Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen Tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde, die Tiere, befragen. Tapferes Herz? Nein, Yakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti-Kai. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Kojoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Kojoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von Tapferes Herz. In der Prärie gingen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Ganz genau, Yakari. Oh. Man erzählt sich, Tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Gleich gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Yakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist Tapferes Herz. Dich suchen wir, tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Yakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Huf aus der Herde vertrieben und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Tapferes Herz! Ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts. Im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih! Jetzt kriegst du wohl Angst, was? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Gut gemacht, Yakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helft mir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld.
Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Wapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Lauf, kleiner Donner, schnell wieder gehen! Du bist der Allerschnellste! Juhu! Und ich kenne drei Wespen, die sich jetzt auch hingelegt haben. Du verstehst schon, Willi. Aber bestimmt nicht schlafen. Honigsüß! Von wegen! Ihr Spargelhähnchen! Und dabei war es richtig dunkel. Noch ein Wort! Sieh mal, kleiner Donner, da sind sie. Genau die Bären, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her. Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen Ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gern mit Wölfen zu tun habe. Hab keine Angst. Ich will ja nur mit Ihnen reden. Gegen diese drei da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Ihr habt Angst, was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die armen Rehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Ja, also... Wir sind das ganze Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monaten ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wir nicht, kleiner Mensch. Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Yakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe. Und wenn unsere Jäger euch entdecken... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns. Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du, uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings! So ein Quatsch! Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Das ist keine gute... Nur bis zu den Schneeebenen, das reicht uns. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Donner. Und ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Macht dir keine Sorgen. Es wird nichts passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet!
mich da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von Großer Weißer aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt. Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden. Yakari hat recht. Wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Ruhen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Yakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine edle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schneesturm gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Yakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Beeren drin. Sowas kriege ich nicht runter. Sonst nichts. Schluss damit, jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Yakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer. Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl. Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell. Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht. Du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Yakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Na gut, dann begleiten wir als erstes Yakari und kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Yakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn.
Oh nein! Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Yakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer, du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich habe keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Yakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donner, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner, ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Yakari und die Wapitis. Hey, du da. Das ist meine Birkenrinde, die du da knabberst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Wapiti-Freund, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Wapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken, dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer, Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich habe an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann. Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. Also Stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig.
Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz? Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter Wapiti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo. Das ist Yakari. Er kann uns helfen. Mm-mm. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Yakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen! Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde! Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde, die Tiere, befragen. Tapferes Herz? Nein, Yakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid, als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti-Kai. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Kojoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Kojoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von Tapferes Herz. In der Prärie gehen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Ganz genau, Yakari. Oh. Man erzählt sich, tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Vielleicht gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Yakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist tapferes Herz. Genau dich suchen wir, tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Yakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Huf aus der Herde vertrieben und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Tapferes Herz! Ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er
gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts, im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank Ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih! Jetzt kriegst du wohl Angst, was? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Nein! Du Betrüger! Pass auf, tapferes Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Yakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helft mir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld. Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Wapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Jetzt bin ich aber gespannt.